Man hat oft und mit Recht geltend gemacht, dass die moderne Wissenschaft und die ihr eigentümliche Methodik aufs engste zusammenhängt mit einem neu erwachenden Interesse für das Wie, im Unterschied zu der traditionellen Wissenschaft, die sich um das Was der Dinge bemühte. Diese Akzentverschiebung des Wissenwollens muss allerdings in dem Moment eintreten, in dem man annimmt, man könne nur wissen, was man selbst gemacht habe, weil diese Annahme ja impliziert, dass man eine Sache kennt und erkannt hat, sobald man weiß, wie sie entstanden ist. Aus dem gleichen Grunde musste sich das Interesse an den Dingen selbst auf das Interesse an Prozessen verschieben, das bald so vorherrschend in der naturwissenschaftlichen wie der geschichtswissenschaftlichen Forschung werden sollte, dass die Dinge wie zufällige Nebenprodukte von Prozessen erscheinen. Schon für Vico war es selbstverständlich, dass man das Mysterium des geschaffenen Universums verstehen könnte, wenn man den schöpferischen Prozess selbst verstünde. Während alle vormodernen Zeitalter es für ebenso selbstverständlich gehalten hatten, dass man sehr wohl die Schöpfung verstehen kann, ohne doch je erfahren zu können, wie Gott sie nun wirklich geschaffen hat. Dies Interesse für Prozesse, das aller modernen Wissenschaft seit dem Beginn der Neuzeit eignet, ist in keiner dieser Wissenschaften selbst, sondern erst in der ihr eigentümlichen Technik voll zum Ausdruck gelangt. Die moderne Technik wiederum, die mit dem Beginn der industriellen Revolution sich vor allem der Arbeits- und Herstellungsprozesse bemächtigte, hat heute damit geendet, Naturprozesse zu entfesseln, die ohne das Eingreifen des Menschen nie zustande kommen würden. Würde Vico heute leben, so brauchte er sich nicht mehr von den Naturwissenschaften ab und den Geschichtswissenschaften zuzuwenden. Denn der modernen Technik, in der wir verschworen mit den Elementen natürliche Prozesse in die Natur und die von Menschen erbaute Welt loslassen, tun wir genau das, was nach Vicos Meinung Gott im Bereich der Natur, aber der Mensch nur im Bereich der Geschichte tun kann. Jedermann weiß, dass es so etwas wie moderne Naturwissenschaft nie zuvor gegeben hat. Aber auch was wir seit dem 18. und 19. Jahrhundert unter Geschichte verstehen und die Art und Weise unserer Geschichtsschreibung hat es nie vorher gegeben. Denn die Geschichte ist für die Geschichtswissenschaft nicht mehr die Dimension der Vergangenheit, in welcher die Taten und Leiden der Menschen verzeichnet sind. Und unsere Geschichtsschreibung erzählt nicht mehr die zahllosen, vielfältigen Geschichten, von denen das Leben der Menschen auf der Erde bestimmt wurde. Geschichte ist vielmehr, zumindest seit Hegel, der ungeheure, allumfassende Prozess, in dem alles Einzelne auftaucht und verschwindet und in welchem jegliche Tat und jegliches Ereignis nur dadurch einen Sinn und eine Bedeutung erhält, dass es einen verstehbaren Teil dieses einheitlichen Gesamtprozesses bildet. Dieser Geschichtsprozess unterschied sich von den Naturprozessen der Physiker lediglich dadurch, dass er von Menschen sozusagen gemacht und nur im Medium menschlicher Existenz zustande kommen konnte. Aber gerade dieser Unterschied zwischen Natur und Geschichte, der unser Denken so lange beherrscht hat, ist heute eine Sache der Vergangenheit. So wie wir dachten, Geschichte zu machen, nämlich durch unser Handeln bestimmte Prozesse loszulassen, deren Folgen letztlich unvorhersehbar sind, die aber dennoch den Geschichtsprozess im Ganzen bestimmen, so können wir auch Natur machen. Dieses Stadium haben wir allerdings erst mit der Atomphysik erreicht, das gerade darum weit über all das hinausgeht, was die Technik je vermocht.
brauchte. Und zwar nicht nur die Technik vor der industriellen Revolution, die Wind und Wasser benutzte, um menschliche Arbeitskraft zu steigern, sondern auch über die Technik, die sich aus der industriellen Revolution ergab. Und der seit der Dampfmaschine und dem Verbrennungsmotor die Kräfte der Natur nicht nur genutzt, sondern nachgeahmt und direkt als menschliche Produktionsmittel verwandt wurden. Mit der Technik aber, die sich aus der Atomphysik ergibt, haben wir einerseits begonnen, in die Natur selbst einzugreifen, neue, von der Natur nicht vorhergesehene Prozesse zu erzeugen. Und wir beginnen andererseits, diese von uns selbst entfesselten Naturgewalten in die von Menschen bewohnte und hergestellte Welt zu leiten, uns auf sie zu verlassen, unsere ganze Existenz auf der Erde von ihnen abhängig zu machen, während es eines der Hauptanliegen aller früheren Zeiten war, sich zwar von den Früchten der Erde zu nähren, aber die ungeheuren Elementargewalten der Natur von der Menschenwelt abzuhalten und diese vor ihnen zu schützen. Der gemeinsame Nenner des modernen Natur- und Geschichtsbegriffes ist der Prozess. Und die Grundvorstellung, die von Anfang an beide Wissenschaften durchherrschte, war und ist immer noch ein Denken in Prozessen. Die menschliche Grunderfahrung aber, die dem Begriff des Prozesses zugrunde liegt, ist nicht eine Erfahrung der Natur, sondern eine Erfahrung, die der Mensch mit sich selbst beziehungsweise innerhalb des Bereiches macht, das ausschließlich von Menschen und den zwischen ihnen waltenden Bezügen und Beziehungen konstituiert ist. Von Prozessen wissen wir, weil wir handeln können. Oder umgekehrt. Ein Prozess, der hat er erst einmal begonnen, weitgehend nach seinen eigenen Gesetzen verläuft und weitgehend der Kontrolle dessen sich entzieht, der ihn begonnen hat, ist das unweigerliche Ergebnis jeder menschlichen Handlung. Dies ist der Sinn der oft gehörten Feststellung, dass dasjenige, was einmal getan ist, nicht wieder rückgängig gemacht werden könne, wobei man sich vergegenwärtigen muss, dass diese Erfahrung in schroffem Gegensatz zu unserer uneingeschränkten Freiheit im Verkehr mit allen Dingen der Welt steht, die ihr Dasein dem Herstellen verdanken, das wir jederzeit rückgängig machen können, indem wir die hergestellten Dinge zerstören. Wenn die Griechen die eigentümliche Flüchtigkeit des lebendig gesprochenen Wortes und die tragische Vergänglichkeit der lebendig getanen Tat entdeckten und es darum als die höchste menschliche Aufgabe empfanden, diesem flüchtigsten und vergänglichsten Bestand und Dauer zu verleihen durch eine Verwandlung in Hergestelltes, durch Poiesis im weitesten Sinne, so hat die Neuzeit umgekehrt gerade die eigentümliche Resistenz und Unzerstörbarkeit aller durch menschliches Handeln entstandenen Prozesse empfunden, nämlich die Tatsache, dass der handelnde Mensch im Unterschied zum dem Herstellenden, dem Homo Faber, das Ende dessen, was er begonnen hat, weder vorhersagen noch das Begonnene wieder zerstören kann. Anders als im Herstellen, wo der Prozess des Herstellens einen klar erkennbaren Anfang und ein ebenso klar sich abzeichnendes Ende hat, er kommt zu Ende in dem Fertigfabrikat, hat der Prozess, der durch das Handeln entsteht, eigentlich überhaupt kein Ende. Jedenfalls nicht eines, das der Handelnde vorhersagen und vorausbestimmen könnte.
Denn der Handelnde, im Unterschied zu dem Herstellenden, ist niemals mit dem eigentlichen Ziel seines Handelns wie der Herstellende mit dem herzustellenden Ding, allein und ungestört. Er handelt in eine Menschenwelt hinein, in welche ihm, da sich sein Handeln ja notwendigerweise auf andere Menschen bezieht, alles, was er tut, immer schon aus der Hand geschlagen wird, bevor er sozusagen fertig ist. Das Äußerste, was er tun kann, ist die Dinge in eine gewisse Richtung zwingen. Aber auch dessen kann er nie sicher sein. Denn jedes neue, von einem anderen Menschen herrührende Handeln ändert mit einem Schlage alles. Und zwar nicht nur in dem Sinn, dass nun das Getane sich als vergeblich erwiese, sondern so, dass es in dem Gesamtprozess gleichsam an eine andere Stelle zu stehen kommt, also einen anderen Sinn erhalten kann. Die sprichwörtliche Regel, dass Getanes und Geschehenes nicht wieder rückgängig und daher eigentlich nicht wieder gut gemacht werden könne, gilt zwar für die Prozesse, auf die sie sich immer bezog, nämlich für diese uns bekannten geschichtlich-politischen Handlungen zwischen Menschen, aber sie gilt doch nur im begrenzten Sinne. Die Unvorhersehbarkeit menschlichen Handelns ist zwar erst in der Neuzeit und erst durch die Akzentverschiebung von der getanen Tat oder dem daseinenden Ding auf den Prozess, der seine Entstehung einleitet und seine Existenz als ein Einzelwesen überdauert, voll ins Bewusstsein gerückt. Ihr Entdecker aber ist nicht die Neuzeit, sondern Jesus von Nazareth, der aus der Erfahrung des, denn sie wissen nicht, was sie tun, die Konsequenz zog, dass nicht nur Gott den Menschen verzeihen müsse, was für uns hier ganz außer Betracht bleiben muss, sondern dass die Menschen einander verzeihen müssen, 7 mal und 7 mal 70 mal, also eigentlich unaufhörlich. Und zwar durchaus deswegen, weil sie ohne dies Verzeihen sich dauernd in den von ihnen selbst losgelassenen Prozessen, die nun automatisch weiterrollen, verfangen und sich damit selbst durch Handeln dauernd um die Fähigkeit bringen würden, in Freiheit weiterzuhandeln. Innerhalb des menschlichen Bereichs im engeren Sinne und bitte ganz abgesehen von allen religiösen Implikationen entspricht der Fähigkeit des Handelns die Fähigkeit des Verzeihens, durch die Gehandeltes wieder rückgängig gemacht werden kann, genauso wie der Fähigkeit, Dinge herzustellen, die Fähigkeit entspricht, sie auch wieder zu zerstören. Die Tatsache, dass dies im politischen Handeln niemals zu irgendwelchen Konsequenzen geführt und dass man die Entdeckung Jesus ihrer religiösen Herkunft wegen politisch nicht sonderlich ernst genommen hat, ihr einziger politischer Ausdruck scheint mir das Privileg der grundlosen Begnadigung von zum Tode Verurteilter, das in den meisten westlichen Staaten dem Staatsoberhaupt zusteht. Dies ist kaum ein Argument gegen die Echtheit der Erfahrung selbst. Sie beweist nur, dass diese Erfahrung privater Natur blieb, nicht ins Politische übersetzt wurde und keine ihr entsprechende Verwirklichung im öffentlichen Raum fand. Der Mensch ist aber ein handelndes Wesen nicht nur im öffentlich-politischen, sondern bereits in seinem Privatleben, wiewohl der öffentlich-politische Raum ausdrücklicher und ausschließlicher gerade durch das Handeln konstituiert wird. Wie immer es damit bestellt sein mag, mit wirklich irreversiblen, nicht wieder rückgängig zu machenden Prozessen, die wir doch selbst entfesseln, scheinen wir es erst jetzt zu tun zu bekommen, da wir nicht mehr nur in den geschichtlichen und politischen Raum, sondern in den Bereich der Natur hineinhandeln. Seit die Elemente mit uns verschworen sind, scheint wirklich alles auf Zerstörung hinauszulaufen. Und hier sehen wir vorläufig noch keinerlei Möglichkeit eines Wiederrückgängigmachens. Denn die heutige Technik,
Vor allem auch die Technik, die im letzten Jahrzehnt aufgrund der Atomphysik planend entworfen wird, ist nicht mehr primär mit der Industrialisierung und Motorisierung von reinen Herstellungsprozessen befasst, in der des Menschen Haltung zur Natur immer noch wesentlich die des Homo Faber war, dem die Natur das Material liefert, aus dem er das Gebäude seiner Welt errichtet.